So, liebe Handballfreunde, Kretschers Tagebuch dreht sich heute um den Vorrundenspielort der Deutschen. Granollers ist das Städtchen, in dem hoffentlich Heldentaten vollbracht werden. Wir, die Coolen, sitzen natürlich das ganze Turnier über in Barcelona, was Sinn macht, denn Barcelona ist nur 28 Kilometer entfernt von eben diesem Granollers, wo wir die deutsche Mannschaft jetzt besuchen und euch, lieben Handballfreunden, Halle, Hotel, Spielort näher bringen werden. Seid gespannt. Hier befinden wir uns nun vor dem Hotel Ciudad de Granollers, dem Mannschaftshotel der Deutschen und nicht nur der Deutschen, denn auch alle anderen Mannschaften sind hier untergebracht, wie zum Beispiel Brasilien, Argentinien, Tunesien, Montenegro und auch Frankreich. Ich würde sagen, wir haben schon schlimmere Hotels in der Geschichte der Weltmeisterschaften erlebt, deswegen Granollers setzt Zeichen. Granollers übrigens auch Spielort des Handballturniers, des Olympischen Turniers 1992 von Barcelona. Im Hotel integriert, wie wir hier rechts sehen, der Craig Sports Club. Craig heißt natürlich übersetzt Superstar. Wollen wir mal hoffen, dass es auf die Deutschen zutrifft bei dieser Weltmeisterschaft. Wir schauen uns jetzt mal da drin ein bisschen um und vielleicht treffen wir ja den einen oder anderen deutschen Spieler auf seinem Weg zur Cafeteria. Hier befinden wir uns im Mannschaftshotel der Vorrundengruppe A, wo natürlich auch die Deutschen untergebracht sind. Wir sehen ein kleines, schnuckliges Hotel im spanischen Stil mit Liebe zum Detail. Ich könnte mich hier auch wohlfühlen, ob wir den einen oder anderen Deutschen noch treffen. Wir werden sehen, wir machen uns auf die Suche. Martin Heuberger, das Turnier geht los. Die Handballfans in Deutschland freuen sich sicherlich und sind aber auch ein bisschen angespannt und nervös. Kannst du uns die Nervosität vielleicht ein bisschen nehmen mit einigen Aussagen, wo du sagst, das ist das Wichtige für die deutsche Mannschaft, daran können wir glauben? Ja, ich kann sie insofern beruhigen, die Mannschaft, weil ich hier eine super emotionale Truppe habe, die wirklich ein verschworener Haufen ist. Von daher bin ich sicher, dass die auf jeden Fall sich den Arsch aufreißen werden auf gut Deutsch für Deutschland. Die haben alle sehr viel Spaß an der Sache, sind mit sehr viel Leidenschaft, Emotionalität dabei. Von der Warte aus wird es mit Sicherheit stimmen. Liebe Freunde, das ist ja also der Handballtempel Palau de Granollers. Der Ort, an dem deutsche Handballhelden geboren werden. Wir gehen jetzt mal rein, schauen uns das Ganze von innen an und lassen uns gleichzeitig auch noch journalistentechnisch akkreditieren, damit wir überall für euch dabei sind. Hier sind wir in der Akkreditierungszentrale des Palau de Granollers und werden uns natürlich mit unserem gebrochenen Spanisch ein wenig über den Weg helfen. Wir haben Esposito Martin hier getroffen. Martin, wie ist deine Arbeit hier in Granollers zu beschreiben? Ja, also erstmal bin ich nicht Martin, ich bin Lutz. Und die Arbeit, ja, ist ganz gut. Ist sehr spanisch alles. Ne? Ist sehr viel Telefoniererei, nebenbei mit den Handys. Es wird viel untereinander gequatscht. Und als Deutscher muss man sich da ein bisschen dran gewöhnen. Hier befinden wir uns jetzt im Innern des Palau de Granollers, der Heimstätte der Deutschen in der Vorrunde. Alles sieht noch ein bisschen ungeordnet aus. Die Franzosen bereiten sich gerade auf ihr Spiel vor. Der große WM-Favorit natürlich, Frankreich, geht die Sache, wie man sieht, etwas locker an. Das wird sich dann im ersten Spiel sicherlich ändern. Wir beobachten das Ganze natürlich für euch von der Medientribüne. Ihr seht, sehr großzügig ausgestattet. Man erwartet ein hohes Medienaufkommen hier in Spanien. Berechtigt, denn die deutsche Mannschaft hat ja auch einiges vor. Daher das Gros der Journalisten weltweit aus Deutschland. Gehört sich auch so. So, die Halle haben wir jetzt gesehen, aber jetzt kommen wir zum eigentlich wichtigsten Teil der Handball-Weltmeisterschaft, das Presse- und Medienzentrum. Wir befinden uns hier sozusagen im Herz des Palau Granollers. Hier gibt es ganz klare Regeln, wie wir festgestellt haben. Und zwar kann hier nicht einfach jeder so rein. Hier gibt es Nummern auf den Akkreditierungen, wo genau beschrieben wird, wer irgendwo rein kann. Wir haben leider nur die Nummer 4, deswegen haben wir ganz beschränkte Regeln. Ja. Wir sind nicht der Super-Broadcaster, wir sind Sport 1, wir sind die Geheimwaffe, wir kommen von hinten. Hier im Presseraum sehen Sie links die Journalisten der Bild-Zeitung, Dirk Weizmann, der Mann ohne Haare. Investigativer Journalismus, Schandball oder Handball, war die Frage gestern in einem großen Boulevardblatt. Aber hier wiederum sehen wir die Plätze, wo die TV-Stationen Platz nehmen dürfen und die Journalisten. Noch nicht so besetzt, wenn es richtig losgeht, ist hier die Hölle los. Und natürlich die konspirative Zentrale eines jeden Presseraums, wo die knallharten Fakten auf den Tisch kommen, wo die unbequemen Fragen gestellt werden, hier hinter der Mauer. Jetzt könnte man sagen, die Mauer muss weg, aber nicht in diesem Falle. Hinter diesem wirklich beachtlichen Mauerwerk befindet sich
die Pressekonferenzzentrale. Da wird der Bundestrainer Rede und Antwort stehen. Die Medien werden sich auf ihn stürzen wie in einem Löwenkäfig. Auch wir werden dabei sein. Dort ist unser Podium. Es wurde uns ganz genau gezeigt. Hier darf ich mich hinsetzen. Ich mache mal kurz eine Sitzprobe. Das ist mein Sitz. Sitz Nummer 73 für Stefan Kretschmer. Original auch mit einem Ablagebrett für Notizen, die ich mir sicherlich machen werde. Da vorne sitzt mir gegenüber dann der Bundestrainer und der Trainer der gegnerischen Mannschaft. Auch ich werde hin und wieder meinen Arm heben. All das gibt's demnächst ausführlich und breit. Vorerst vielen Dank für heute. Morgen dann mehr. Und jetzt Deutsche gucken.